verlassen. Ja, ja, aber wir können da noch welche hinstellen. Hier brauchen wir keine Rettung. Hoffen wir, hier müssen wir eine Rettung. Genau, noch hier rein. Ja, hier müssen wir auch noch rein.
haben einen Königskampf. Die Bachgott sagt, nee, du bist zu schade für dich. Da kommst du hin und du bist geprüft. Dann spiss einfach und Tier. Und hier allein Pause und Bocke kannst du behalten. Wie heißt das? Zwei mit dem Hauptmann. Ja, mit dem Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Ja, ich darf Sie alle begrüßen heute zur Motorradwallfahrt. Sie sind hier hingekommen. Wir hoffen, dass das Wetter hält. Es wird halten. Ich habe schon gesehen, gehört. Die Saarländer sind da. Sie haben das schöne Wetter mitgebracht. Wird das so sein? Genau. Wir haben immer ein bisschen hier mit unserer Gastronomie. Natürlich, wenn Sie jetzt noch was in der Hand haben, austrinken und dann bis zu Ende der Messe nichts mehr konsumieren, das wäre super. Sie kennen ja den alten Witz von der Kirche, also mein Nachbar, der trinkt Bier in der Bank, da fällt mir doch die Zigarette aus der Hand. Von daher, in diesem Sinne bitten wir Sie, das natürlich ein bisschen zu beachten, dass man jetzt hier während der Messe dann am besten nicht trinkt und isst, beziehungsweise wenn essen, nur das, was es hier vorne gibt. Also klar. Hier ist jetzt kommen zur Motorradwallfahrt, wie jedes Jahr. Und schön, dass Sie alle gekommen sind. Und uns bewegt alle, die wir fahren, entweder Motorrädern oder Autos oder Fahrrädern, dass wir wissen, dass wir nicht alleine sind, dass wir mit anderen zusammen im Verkehr sind und dass vor allen Dingen ein anderer mit dabei ist, Gott, und dass wir uns bewusst auch unter seinen Segen, unter seinen Schutz stellen wollen. Und ihn, der mit uns fährt, der uns begleitet,
Er möchte, dass wir sicher ankommen. Ihn begrüßen wir zu Beginn der Messe. Herr Jesus Christus, du bist der Sohn der Jungfrau Maria. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Führe uns auf den guten Weg. Höre auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Ja, bevor wir in der Messe weitergehen, möchte ich natürlich ein paar Menschen begrüßen und applaudieren. Ja. Und an meiner Seite Diakon Andreas Baumeister, hat den Winter in Spanien verbracht und wir hoffen darauf, dass er nicht nur sich mitbringt, sondern ein bisschen die Sol Español. Das wäre wunderbar, wenn wir das hier heute noch hätten. Da hinten, jetzt wird's, also hinter der Eifel wird es blau. Ich kann das sehen. Wir haben ja auch so schöne, wir sind hier im Partnerlook, das ist ja auch toll. Das Blau ist auch Zeichen des Optimismus. Also von daher gehen wir davon aus. Aber wir dürfen jetzt Platz nehmen für die Leser. Aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen, als Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Aber alle fürchteten sich vor ihm, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger war. Barnabas jedoch nahm sich seiner an und brachte ihn zu den Aposteln. Er berichtete ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass dieser zu ihm gesprochen habe und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu aufgetreten sei. So ging er bei ihnen in Jerusalem ein und aus, trat freimütig im Namen des Herrn auf und führte auch Streitgespräche mit den Hellenisten. Diese aber planten ihn zu töten. Als die Brüder das erkannten, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und schickten ihn dort nach Tarsus. Die Kirche in ganz Judäa, Galiläa und Samarien hatte nun Frieden. Sie wurde gefestigt und lebte in der Furcht des Herrn und sie wuchs durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Thank you.